Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf der Hofbergmann mit dem Boxe. Hallo. Ja, Mai, grüß Gott. Ja, Mai, grüße, ist schon wieder Mittwoch heute, ne? Ja. Oh, da kommt der Boxe schon. Na, Boxe, wie fährt's? Weiß, ich hab schon wieder so einen Hals, weißt du? So einen Hals. Was ist denn jetzt schon wieder los? So eine Krawatte, sagt man ja auch. Ich möchte echt keine Ansprüche stellen. Aber? Aber wenn ich schon mal mit deinem Traktor fahren darf hier. Was kommt jetzt? Da hätte ich gerne GPS drin. Was? Ey, ohne Scheiß, ne? Jetzt bin ich da weiß nicht wie viele Folgen da rumgefahren, ohne GPS. Du fährst einmal mit dem Traktor und jammerst rum. Das kann doch wohl nicht wahr sein jetzt, oder? Ja, alles gut. Mann, Mann, Mann. Ich muss tatsächlich hier noch das Vorgewende machen. Ja, wir sind immer noch am Gras mähen. Wir haben vorgestern ein paar Big Bags aufgefüllt oder angefüllt. Aber das ist erstmal jetzt pausiert. Wir machen jetzt erstmal das Feld hier fertig oder fertig runter und dann läuft das hoffentlich besser. Ja, so einigermaßen können wir das so lassen. Natürlich wird mit GPS gemäht, ganz klar. Na, Boxe? Ich glaube, richtig gemäht hätte man ja von innen nach außen, nicht auf der Seite anfangen. Weil es ist ja, glaube ich, so, dass die Tiere dann von innen nach außen noch flüchten können. In den angrenzenden Wald oder Waldstück. Ja, deine Tiere sind sowieso schon geflüchtet. Meine Tiere sind schon lange tot. Schon seit dem ersten Tag sind die weg. Warum? Ja, ich habe gehört, du fährst auch manchmal durch ein paar Kühe durch. Was? Das ist ja wohl eine Frechheit. Außerdem gibt es ein Projekt, da habe ich extra so einen Wachhund, damit keine Tiere mehr am Hof kommen. Schröder. Der Schröder, der gute alte Mann, ja. Achso, haben wir uns jetzt unterhalten zum Thema Mission? Ja, wann wollen wir das noch machen? Also prinzipiell können wir das machen, ja. Also wenn wir Zeit haben, können wir das machen. Ja. Das Problem ist halt nur, ich würde halt gerne eine Mission annehmen, weil die gehen halt irgendwann wieder weg, weißt du? You know what I mean, my friend? Yes, of course. Lass mich mal gucken, was gerade da ist. Er fährt eh weiter. Ja, wir haben... Oh! Ah, da bin ich schwach, weißt, ne? Weißt du, was das Schöne ist? Theoretisch könnten wir einen dritten Mann mit reinnehmen, der die ganze Zeit Big Bags abfüllt. Beziehungsweise können wir uns mal austauschen. Abwechseln, so. Theoretisch ist das aktuell möglich. Ja, soll ich eine Mission annehmen? Dann haben wir auf alle Fälle noch Platz für einen dritten Mann. Der kann dann den ganzen Tag nur Missionen machen. Dann müssen wir erstmal Männer finden. Ja, finden wir genug. Oder Frauen. Ich glaube, der Schweizer wird das schon machen. Weiß nicht, wie der Paul zeitlich aussieht. Simon, glaube ich, eher nicht. Aber Paul, weiß ich gar nicht, ob er Zeit und Lust hat. Müssen wir mal gucken. Aber warte mal. Ich nehme jetzt mal die Mission an, ne? Weil die ist einfach weg dann. Mit Geräten, ja, ne? Mit Geräten. Ja, mit Geräten. Viele haben sich ja... Alter. Ja, danke. Läuft, Boxe? Viele haben sich ja gewünscht, dass wir wieder so ein Multiplayer-Projekt, also mit mehreren Leuten machen, so Hofbergmann mit mehreren Leuten. Ja, das so. Stimmt schon. Man muss aber auch sagen, die ersten Hofbergmann-Sachen waren ja auch solo. Ja, natürlich, ja. Also das hat sich ja immer wieder aufgebaut dann, oder immer mehr aufgebaut, weil man dann einfach mehr Manpower gebraucht hatte, aber momentan ist ja noch ziemlich entspannt hier. Aber Boxe, weil du jetzt gleich ein bisschen Zeit hast, ne? Ja. Am Händler stehen ein paar Fahrzeuge rum, die könnten alle zu Feld 9 hochgebracht werden. Was ist denn da? Was ist denn da angenommen? Ja, ein kleiner Auftrag. das könnten wir ja auch düngen, ja? Das ist... Doch, können wir auch düngen. Ach, hier ist sogar Unkraut. Nee, Kalk. Ah, okay, machen wir. Müssen wir beachten, Werner. Was? Wir können hier auch kalken und düngen auf der Wiese. Ehrlich? Ja. Das ist ja gut. Haben wir noch ein Bild. Hat mich nämlich schon gewundert, dass hier so wenig Gras drauf ist. Alter, der Traktor wird immer noch schmutziger, ne? Meine Güte. Ah.
Oh, nee, Werner. Da hast du ja was ganz Schönes rausgesucht. Ja, was denn? So fällt 6, sehe ich das richtig? 9. Alter, übertreibt doch vollkommen. Boxer, du musst immer das Profit für den Hof sehen, weißt du? Das sind 40.000, die wir da bekommen. Es war einmal ein schöner Tag. Es war einmal. Ja, wenn wir noch einen dritten Mann fürs Mission machen bekommen, dann ist es easy. Ich habe nur gesagt, hochfahren, nicht hier arbeiten anfangen, Boxer. Für den dritten Mann schon mal hochfahren und der darf die ganze Zeit an Mission fahren. Ja, ist ja, weil wenn es nämlich spät wird, dann sind die Geräte eingeschlossen, weißt du, das ist auch schlecht. Ja. Naja, Lena. Du bist ja immer ganz netter, ne? Ich weiß. Bin Schnuckeputz. Ich würde es ja gerne selber machen, ne? Aber ich muss einfach weitermähen hier. Ja, das mal. Ist einfach, hat Priorität. Großes Feld, ich werde verrückt. Ja, ob sich das lohnt, ne? Mal gucken. Was? Natürlich. Vor allem, wir bekommen ja noch viel mehr raus, wenn derjenige, welche, der dann die Mission macht, auch sauber arbeitet, ne? Ja, dann machst du das am besten. Oh, weißt du, was das, der geile Nebeneffekt davon ist? Ja. Wir können die Kartoffeln nehmen für die Schweinefutterproduktion. Oh. Oh, Werner. Das gibt nochmal richtig Geld, das muss man mal so sagen. Weil wenn wir sauber arbeiten, dann haben wir sicherlich, sage ich jetzt mal, 5.000 bis 10.000 Liter zu viel. Ja, oder sagen wir 5 eher. Die können wir dann für die Schweinefutterproduktion verwenden. Und das Schweinefutter können wir dann für teuer Geld verkaufen. Zack, der Masterplan ist geboren. Hast du echt zu arbeiten begonnen, Boxel? Really? Klar, hier, 2% hast du schon. Hat noch nicht mehr GPS. Ja, klar. Das darfst du dem neuen Mann nicht sagen. Hat GPS, Leute, hat GPS. Hat GPS, hat Klima, alles. Ja, Klima hat wirklich jetzt, aber... 0%. Alter, wie schnell wird man bitte voll? Ja, das ist ja das. Abfahrer! Ja, du hast einen LKW da stehen. Der muss mir schon bringen. Natürlich. Ich bin auch am Gras, mein Kollege. Geht doch nicht alles gleichzeitig. Ich glaube, wir sollten für den Freitag noch einen dritten Mann mit reinnehmen, der das dann machen kann. Das dann machen kann. Da wenn, ist nichts mit. Wenn ihr da einen Favorit da draußen habt, liebe Leute, ne, wer da mitspielen soll, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare reinjallern und dann schauen wir mal, wer das wird. Ich muss dazu sagen, wir haben nicht viel Auswahl, weil einige sind nicht da, einige haben keine Zeit. Momentan alle im FSL-Fieber. Oh, yo. Weil ihr guckt ja auch bestimmt auch die BG-Live-Folgen. Vielleicht habt ihr ja so einen Favoriten, da wo ihr sagt, das ist unser Kartoffelkönig. Der Kartoffelkönig. Können wir auch den Paul ganz gut vorstellen. Oder vielleicht den Sepp, ich weiß nicht genau. Ja, Leute. Kartoffelkönig gesucht. Ich weiß, wer nicht kommen wird, das ist der Richie Racer, aber wenn ich zu dem sage Kartoffeln, sagt er, und geht wieder weiter. Naja, schauen wir mal. Weißt du, wenn er wenigstens GPS hätte, das wäre geil. Das kannst du ja nicht konfigurieren. Das wäre mal, wenn du das ein bisschen umkonfigurieren könntest. So. Ja, aber das geht leider nicht. Das ist leider so. Man kann nicht alles haben.
Oder rufen wir mal den Leo an. Den Leo? Den verschollenen BG Lego? Ich glaube, das ist der Kartoffelkönig. Naja, der drückt sich auch immer vor der Arbeit. Speziell, wenn es ums Kartoffel und Rüben geht. Ah, ich glaube, der hat zu viel zu tun. Ja. Leider ist es nicht mehr so wie früher, dass alle so viel Zeit haben. Das ist einfach so. Ambed Elder, jo. Du hast noch nicht auf Hochberg mal Mission gemacht im Singleplayer, oder? Doch, ich hatte schon mal eine Mission gemacht. Auch eine Kartoffelmission? Nee, das war eine Seemission auf der 12. Weil das war so ein ultra großer Traktor, mit dem ich da fahren konnte. Da habe ich mir gedacht, komm, das kann ich abwechslungsreich ein bisschen gestalten. Und deswegen habe ich die Mission damals angenommen. Ah, okay. Das brachte aber nicht so viel. Das brachte vielleicht, glaube ich, 6, 7, 8, 9.000. Aber bei 10.000, also bei 40.000, ne, da wäre ich natürlich schon ein bisschen hellhörig. Oh. Wie viele Big Macs das wären? Das wären 400 Big Macs. Ja, stell dir mal bitte vor, wir müssen die Kartoffeln noch umfüllen im Big Mac. Ach, hör auf, ey. Ah, theoretisch können wir auch die übergebliebenen Kartoffeln können wir auch den Haushalten hier liefern, ne? Das weißt du. Ja, das wär's doch. So, okay, der muss abladen. Das heißt, ich mach mal eben Boiler hier. Aber eigentlich ganz gut, weil die Felder sind noch nicht reif. Nee, also es ist halt so, wenn es reinpasst, okay, und wenn nicht, dann brichst du es halt wieder ab. Mein Gott, aber... Das Problem ist, wenn du länger vorspulst jetzt, dann ist die Mission irgendwann weg und dann hast du sie nicht mehr. Aber wenn du sie jetzt angenommen hast und vorspulst, geht das? Oder ja, es geht, aber es gibt einen Zeitpunkt, den wir nicht überschreiten dürfen, aber den weiß ich leider nicht. Ich glaube, 2 Tage, also länger als wie 2 Tage darfst du nicht brauchen für. So. Willst du vielleicht schon mal den Ladewagen holen? Dein Ernst? Ja, ich brauche ja länger hier noch, weißt du? Gerade am Schwaden? Und du fragst, ob ich schon einen Ladewagen hole oder mit was für einem Gerät denn? Ja, lass doch den Schwader kurz stehen da, das ist ja kein Problem. Weil das wird hier noch länger dauern. Ah, Moment, warte. Werner, eins nach dem anderen. Ah, weißt du, der Boxer, ne? Effektives Arbeiten heißt das, Junge, mein Gott. Ja, noch habe ich ja ein bisschen was. Noch hast du, okay. Na, was soll ich noch machen? Ich muss die Kartoffeln noch ein bisschen. Nein, das musst du doch nicht machen. Ich habe ja nur gesagt, die Maschinen rausfahren. Naja, aber ich dachte, so sozial wie ich bin. Ja, du kannst doch gerne hier länger bleiben und die Dreierschicht übernehmen. Und die Mission einfach mal ganz schnell machen, weißt du? Ah, ja. Im Leben nicht, ist auch eine geile Aussage. Da würde ich eher sterben für. Überstunden? Was ist das denn? Kann man das essen? Ja, wir müssen uns vielleicht mit dem nächsten Einkommen ein bisschen größeres Mähwerk kaufen. Das dauert echt lange hier. Also, ich habe jetzt keinen Stress, mir ist das Schnuppe. Aber ich höre schon wieder die Zuschauer, die sagen, na, warte mal, was anderes. Oder ihr habt noch 3.000, Fast 4, ne? Fast eben, Leute. Ja, natürlich könnte man noch ein bisschen am Kredit nehmen, aber das macht ja auch keinen Sinn. Das muss ja auch wieder zurückbezahlt werden irgendwie. Eben. Wobei ich auf der Südhemmern jetzt meinen gesamten Kredit zurückbezahlt habe, ne? Ja. Das war 500.000, die habe ich zurückbezahlt. Chapeau.
War ich selbst von mir ein bisschen überrascht, muss ich sagen. So kennt man ihn nicht. So kennt man ihn. Woher beendet er dann das Projekt? Wow. Kann man denn nur so sein, wie du bist, Boxe, ohne Scheiß? Ja. Entschuldigung. Irgendwo hat es mal geheißen, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Das werden wir jetzt auch machen. liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Am kommenden Freitag, übermorgen, sehen wir uns schon wieder zu weiteren wunderbaren Folgen hier. Vielleicht mit dem dritten Mann. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wer euer Wunschkandidat ist. Und dann schauen wir mal, ob derjenige Zeit hat. Und dann schauen wir, wer am Freitag denn hier auftaucht. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Yes.